Jo, moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Runde FIFA und heute machen wir wieder eine Squad-Bilder und ja, würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Im Tor Ralf Fährmann, der kostet 3,5k, ist er wert, ist ein guter Torhüter und ja, also ist er echt wert meiner Meinung nach. Dann Kevin Vogt in Form, der kostet etwa 25k, der ist echt gut, der gefällt mir, krass, Physis, ja. Physis und Tempo ist auch okay. Dann haben wir als, was ich gesagt, das kostet 25k. Haben wir als Linksverteidiger Schmelzer. Ist jetzt eigentlich nicht so mein, finde ich, das Gelbe von Ei, vom Ei. Ist jetzt nicht so mein Lieblingsspieler, aber er geht fit und er kostet 1k. Dann haben wir drüben Peacecheck. Der kostet 3k und er ist echt schnell für das Verhältnis. Also er hat, Ich würde nicht so langsam sagen wie 79 Tempo, also ich finde ihn schneller. So, dann haben wir eigentlich den einzigsten Nachteil in dem Team, das ist Niklas Süle. In Form 28k kostet der Junge und ihr seht schon das Tempo. Das ist der absolute Nachteil, aber das ist so ein Brocken hinten. Also die Abwehr ist sehr empfehlbar. Auch wenn, ihr braucht nicht die Informs nehmen, aber ich würde Süle trotzdem empfehlen und vielleicht hier Jonathan Tah oder so. Brockenabwehr. Dann haben wir Julian Draxler, der jetzt zu PSG gewechselt ist. Kostet etwa 4,5k. Ja, ist gut. Der hat einen klasse Schuss, also auch besser als 79 meiner Meinung nach. Und dem kannst du fast überall draufziehen. Der kommt immer gut aufs Tor. Dann haben wir hier einmal Castro. Der kostet 1,7k. Ja, ist auch gut. Passt alles. Dann haben wir Usman Dembele. Ist ein bisschen schneller als, glaube ich, die 84. Also kommt im Spiel vor. Der kostet etwa 3,5k. Dann haben wir vorne André Hahn. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die erste Wahl ist bei allen. War es bei mir auch nicht, bis dann ein paar Kumpels von mir gesagt haben, hol die André Hahn. Ich hatte erst Adrian Ramos da stehen und das war absolut Wurst. Und mit dem macht es mir richtig Spaß. Also habe ich, glaube ich, einen ganz guten damit erwischt. Und ja, deswegen habe ich den da auch stehen. Und der kann sich viel durchsetzen. Der hat 83 Physis. Und wie gesagt, ich glaube, der kostet 1,4k, habe ich schon gesagt. Und links haben wir dann noch Schürrle. Kostet 1,3k auch. Und ist auch relativ schnell, hat einen guten Abschluss. Und ja. So, und jetzt kommen wir hier eigentlich zum Herzstück meines Teams. Meinem Namen muss ich einfach mal sagen, ist Joshua Kimmich. Der ist echt gut. Also der Team of the Group Stage hat jetzt von dem etwa 35k gekostet. Aber 39 ist der aktuell wert. Und ja, ich kann ihn echt nur empfehlen. Also baut um euch um den Team, der ist OP, der ist gut. Und ja, ich sagen, war's das? Ah ne, ich habe gar nicht gesagt, was das insgesamt kostet. Das Team kostet insgesamt 112k. Jaupeng. Also wenn man die zwei Informs da weglässt und sich einfach nur Süle und die anderen hinstellt. Ja. Dann passt das ja noch, würde ich sagen, war's das und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.